بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister im Islam, heute möchten wir fortsetzen, was wir letzte Woche begonnen haben, und zwar die Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hier gehen wir heute noch einmal auf das Aussehen des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Der Nutzen dieser Kenntnis ist einmal, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu lieben. Denn Allah hat den Menschen so erschaffen, dass er Schönes liebt und eine Neigung zu Schönem hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war einer der schönsten, wenn nicht der schönste Mensch überhaupt, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ein zweiter Nutzen dieser Kenntnis über das Aussehen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist, dass jemand, dem die Ehre zuteil wird, dass er im Traum den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sieht, dass er auch weiß, ob er tatsächlich den Propheten alaihi salatu wassalam gesehen hat oder nicht. Denn nicht jeder Mensch, der gesehen wird im Traum, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sondern erst dann, wenn die Beschreibung auf diese Person, die du siehst, zutrifft. Möge Allah azza wa jalla uns erlauben, den edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies zu begleiten. Und damit wir wissen, dass all diese Karikaturen über unseren geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts und wirklich gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein edler, schöner, nobler Mensch, und unsere Aufgabe ist dies, den Menschen auch weiterzugeben. Aber dafür muss ich selbst erst einmal lernen, wie er alaihi salatu wasallam ausgesehen hat. Nun gibt es zahlreiche Überlieferungen, und eine davon berichtet Anas radiallahu an. Und zwar sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in der Größe mittel. Das bedeutet also, er war nicht ganz groß und nicht ganz klein, sondern in der Mitte, also Durchschnittsgröße, wobei er dazu tendiert, etwas größer zu sein. Das können wir natürlich jetzt nicht mit Meter und Zentimeter angeben, aber wir wissen, was ungefähr die Durchschnittsgröße einer männlichen Person ist, und er neigte, noch etwas größer zu sein, aber nicht sehr groß. Das bedeutet, wenn mehrere Menschen da waren, war er jetzt nicht der Größte von der Länge, alaihi salatu wassalam, und er war auch nicht klein, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dann berichtete Anas radiallahu anhu über die Hautfarbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er sagte, er war nicht ganz weiß, also bleich, und er war auch nicht dunkel, sondern er hatte eine etwas rötliche Farbe in dieser weißen Hautfarbe. Das heißt, Rasul alaihi salatu wasallam war eher hellhäutig, aber mit einem Touch, wie man das heute sagt, rötlicher Farbe, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ebenso beschrieb Anas die Haare des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar sagte er, sie waren nicht ganz glatt wie die damaligen Römer, aber auch nicht so wie die damaligen Abyssinier, also die Habescher, die Afrikaner, sondern er konnte sein Haar kämmen, aber sie waren jetzt nicht so sehr glatt wie eben die damaligen Nicht-Araber. Möge Allah uns erlauben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies zu begleiten.
Dann sagte Anas, dass er mit 40 zum Propheten wurde und dann 10 Jahre in Mekka gelebt hat. Er meinte damit 10 Jahre öffentlich die Da'wa verkündet hat, die Botschaft verkündet hat, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte die ersten 3 Jahre heimlich die Botschaft verkündet und danach 10 Jahre lang öffentlich zum Islam aufgerufen. Und dann sagt Anas radiallahu an, und er hatte nicht mehr als 20 weiße Haare, also graue Haare, an seinen Kopfhaaren oder an seinem Bart. Und hier sehen wir, wie sehr die Gefährten radiallahu anhum sich mit dem Aussehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam befasst haben, dass sie die Haare gezählt haben, die sie gesehen haben, die weiß waren. Also er hatte trotz seines hohen Alters, er ist ja mit 63 Jahren gestorben, sallallahu alaihi wasallam, hatte er nicht so viele graue oder weiße Haare. Ein Überlieferer dieses Hadiths in der Überlieferungskette, und er heißt Rabi'a, sagte, so sah ich eines Tages ein Haar des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber es war etwas rötlicher. So fragte ich, was denn der Grund dafür ist, dass es rötlicher ist. Dann sagte man mir, aufgrund des Duftes, also Parfüm, dieser Ithr oder Misk, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer aufgetragen hat auf seine Haare, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Und hier müssen wir darauf aufmerksam machen, liebe Geschwister, dass heutzutage einige behaupten, sie besäßen ein Haar des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allerdings müssen wir, genauso wie bei den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Taten des Propheten, diese Überlieferungen des Propheten alaihi salatu wasallam, immer auf die Überlieferungskette achten. Das gilt auch für die Utensilien, die behauptet werden, wo behauptet wird, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehören. Auch hier benötigen wir Überlieferungsketten, genauso wie bei jeder Sache, die mit dem Propheten alaihissalatu wassalam zu tun hat. Und da leider fehlen sämtliche Überlieferungsketten, dass dieses Haar tatsächlich das Haar des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und da hilft nicht weiter, bei den Muslimen, die die Hadith-Wissenschaft begründet haben, dass da irgendein Papier da ist, wo sämtliche Stempel von irgendwelchen Königen drauf ist, die behaupten, es sei das Haar des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Überlieferungskritik ist viel strenger und daher ist es heutzutage nicht erlaubt, den Segen zu suchen anhand eines Haares, das angeblich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, denn wir können uns nicht mehr vergewissern, ob es tatsächlich das Haar des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Ebenso berichten andere Sahaba, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gesicht hatte wie ein Mond. Man fragte einige Sahaba, war das Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam so glänzend wie ein Schwert? Dann sagte man, nein, es war so leuchtend wie ein Mond. Und warum eben jetzt ein Mond? Weil auch die Gesichtsform damit zutage kommt, und zwar hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein etwas runderes Gesicht, etwas ovales Gesicht, alaihi salatu wasallam. Ebenso sagte man oder wurde authentisch überliefert, dass er dunkle Augen hatte, alaihi salatu wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Und seine Wimpern waren etwas länger, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und das sind alles detaillierte Beschreibungen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam von den Sahaba, die ihn so sehr geliebt haben, dass sie wirklich nichts übersehen haben
vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenso wurde berichtet, dass er breite Schultern hatte, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, und keinen kleinen Mund, sondern einen durchschnittlichen Mund und so weiter. Das sind einige Beschreibungen des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dies, liebe Geschwister, soll uns dazu führen, dass wir umso mehr Sehnsucht empfinden in unseren Herzen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sehen. Wenn du dir nun wünschst, diese Aspekte nicht nur zu hören, sondern tatsächlich mit deinen Augen zu sehen, dann gibt es einen einfachen Weg, indem du so lebst wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem du das umsetzt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat. Wenn du tatsächlich aufrichtig verlangst, den Propheten zu sehen, sallallahu alaihi wasallam, dann schaue dir dein Leben an. Ist es so wie das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Denn derjenige, der dem Propheten alaihi sallallahu wasallam folgt, der wird ihn begleiten im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen erlauben, den edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies zu begleiten. Bismillah. Er war schamhaftig und gesandt, er war im ganzen Land bekannt, er galt als wahrhaftig und charmant, Diener des einzigen Herrn. Er war die Nacht stets im Gebet, auserwählt als Prophet. Er war Mohammed Rasulullah, la ilaha illallah. Mohammed Rasulullah, la ilaha illallah.